Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wasteland. In der letzten Folge waren wir noch Stand vor dem Stream. Jetzt ist das die erste Folge Stand nach dem Stream. Und, ihr seht wahrscheinlich, dass einiges passiert ist. Hier draußen habe ich auf einmal einen Garten, aber wir gehen jetzt erstmal schlafen. Und dann zeige ich euch mal, was wir so im Stream gemacht haben. So. Erstmal hier schönes Bettliho. Genau. Einmal haben wir mein Chocobo Kireffchen genannt. Einfach aus dem Grund, weil, damit wir das nicht vertauschen. Shiro hat ihren komischen Friedhof da hinten weggemacht. Das war keine Aufgabe, sondern von Shiro irgendwas. Und wegen Farmcraft oder so ein Kack. Und da das explodieren könnte, hat sie es weggebaut. Das steht jetzt irgendwo ganz weit da hinten. Und genau, wenn wir rausgehen, seht ihr auch schon, wir hatten ja diesen Weg hier, den habe ich zu Ende gebaut. Den Rundweg gemacht. Und ich habe so ein bisschen angefangen, mein Grundstück zu gestalten. Und zwar habe ich hier diese Barrieren des Zimmermanns verwendet für die Zäune, weil ich es einfach schöner fand als die anderen Zäune. Habe immer Fackeln, die habe ich gechiselt hier drauf gemacht. Die fand ich eigentlich ganz schick. Shiro hat die auch, dann sieht das so ein bisschen gleichmäßig gebaut aus. Dann habe ich hier einfach so ein bisschen angebaut und ein paar Blumen gemacht. Und hier hinten raus habe ich dann, warum auch immer hier noch eine Fackel hängt und dieses arme Stück Weizen deswegen nicht wacken kann. Wachsen, oh Gott! Klipp dir den Mund zu. Genau, hier habe ich schon mal 4 Felder gemacht. Die werden in Zukunft auch mit den Sprenkleranlagen ausgestattet. Und in die Richtung raus kommen dann noch Melonen- und Kürbisfeld. Und man kann ja noch so ganz viele andere Seeds sich zusammen craften mit AgriCraft. Also da entstehen noch ganz viele andere Seeds. Genau, und so weit sind wir halt gekommen. Mal gucken, was ich hier, werde ich wahrscheinlich was für die Tiere hinmachen. Ein paar Tierchen oder was. Mal gucken. Aber wir flitzen jetzt erstmal gerade zurück. Denn ihr seht, wie schön schnell das jetzt funktioniert hier. Ich wollte einmal Kürbis und einmal den anderen Kram weiter verbessern. Dafür brauchen wir nochmal ein paar Crop Sticks. So, die müssten reichen, genau. Da müssen wir einmal aufpassen jetzt nochmal, dass wir hier nochmal vorankommen. Melonen hatten wir auf 10er, genau, die hatten wir auf 10er. Hanf können wir auch noch anbauen. Genau, dann wollte ich mal gucken, was wir sonst noch so für Seeds hatten hier. Oder haben. Hatten, haben. Und was man natürlich davon anbauen kann. So, das sind Karotten, ne? Zucker. Sugarcane. Grassamen. Was ist denn ein Poppy Seeds? Kakaobohnen haben wir auch schon. Potato Seeds, aber das sind andere, ne? Kann man die einfach so anbauen? Wächst dann hier eine ganz normale Kartoffel, alles klar. Ja, sonst haben wir nichts Besonderes, ne? Kakaobohnen und diesen Poppy. Diesen Poppy-Seed. Den macht man aus Kürbis und Sugarcane. Und daraus macht man Kaktus. Ich will den mal definieren, was dann daraus passiert. Ja. Verständlich, aber was passiert denn hier, wenn man den anbaut? Machen wir das doch einfach mal. Wir bauen einfach mal diesen Poppy Seed hier an. Und hoffen, dass da irgendwie mal was passiert. Keine Ahnung. Genau. Dandelion Seed, Poppy Seed, Blue. Achso, Orchideen, Daisy. Zu pflanzen wahrscheinlich, ne?
Genau, hier kann man noch die übelsten Sachen rauskriegen. Aus dem Redstone Seed und einer Tulpe kriegt man das. Aus Daisy Seed. Also müssen wir erstmal diese Tulpe Seeds machen, dann können wir diese anderen Seeds hier machen. Guck mal, spielt der Blaze. Alles klar, die kann man wahrscheinlich dann zusammen craften. Und damit kann man die übelsten Sachen machen, okay. Ah ja, ich habe übrigens jetzt einen Rucksack. Dass ihr seht das hier oben. Warte, ich mach's mal heller für euch. Hier oben habe ich jetzt einen Rucksack drin. Ne? Den habe ich an, indem ich den... Der ist hier so da drin. Und dann habe ich da einen Rucksack halt. Ne? Ist halt ein Rucksack. Ein Rucksack, weil ein Rucksack ist. Genau deswegen. So, dann heißt es für uns, wir können eigentlich mal... Eigentlich unsere Forschungsstation hier. Mal mitnehmen. Und eigentlich auch einmal abbauen hier. Nehmen wir die vier Sanddinger doch einfach mal mit. Jetzt sind wir mal so dreist. Ja, kann man hier jetzt schon einen rausklippen? Noch einen, ja. Haben wir halt jetzt einen zweiten erstmal vorne. Die nehmen wir auch erstmal mit. Weil da hinten, wenn ich jetzt weiter bei mir bin, dann habe ich mehr Überblick. Wir nehmen mal noch ein bisschen mehr Sand. Das war Staub, das war kein Sand. Alles klar. Das. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So. Okay, damit hier auch schön fein Gras wieder wächst. So, wir wohnen nämlich jetzt hier hinten hauptsächlich. Und hier werden wir jetzt auch erstmal weitermachen. Dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen was züchten können. Indem wir hier einfach mal so lange aufmachen. Und einfach hier mal so ein kleines Feld hin basteln. So. So, okay, machen wir das so. Platzen wir da erstmal wieder diese Kürbisdinger hin. So, schön wachsen, ihr süßen, wunderschönen Kürbiskerne. So, dann hier natürlich. Das sollte nicht. Die nächste Reihe einmal. Okay, da müssen wir. Natürlich Sand hinmachen. Jo, als ob das runterfällt. Scheiße. Da müssen wir natürlich erstmal nicht wegschwimmen. Nein, Sand, bleib hier. Warte, warum ist hier so viel Löcher unter mir? Okay, alles klar. So. Müssen wir natürlich wieder zumachen, sonst haben wir hier ein Problem. So. Da packen wir natürlich jetzt die... Station einmal hier hin. Mit dem Buch. Und hier packen wir jetzt die... Hier ist noch ein undefinierter. Vielleicht können wir den erstmal definieren. 775 ist wahrscheinlich der höchste, deswegen pflanzen wir den. 656. 656. Und 6, 5, 4. Okay, so, so und so. Plupp. Pluppdi-pluppdi. Ah, roter Farbstoff-Clipping. Das sind also diese ominösen Poppy-Seeds.
Alles klar. Kann da über Kreuz irgendwas wachsen? Toll, der Poppy sieht es weggegangen. So, ich will das da haben. Okay, so. So, okay, lassen wir den Scheiß erstmal wachsen. War klar, dass jetzt hier nicht mehr ausgeleuchtet ist. Ja, klar! Sonst ist ja hoffentlich alles ausgeleuchtet. I hope so. Okay, und Kakaobohnen. Kann man die auch am normalen Himmelbaumstamm hier? Es wird gerade ziemlich schnell dunkel. Deswegen, wir können es auch hinlegen, deswegen einmal schnell hell machen. Hinter Shiros Gebäude ist irgendwas Grünes. War das schon immer grün? Ach, das ist wahrscheinlich so ein Wassertümpel, ne? Wahrscheinlich ist es das. Hoffen wir mal, dass es das ist. So, hier haben wir noch massenweise Sticks drin. Da haben wir noch Erde. Packen wir die Erde mit dabei. Auch noch Sticks. Da haben wir noch Crops. Sticks. Fackel natürlich. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine Barriere drin. Auch noch Fackeln. Normales Holz. Das Blöde ist, man kann nicht aus dem Rucksack raus craften. Das ist ein bisschen blöd. So, muss man halt immer dann wieder hochpacken, ne? Aber gut, das klippen wir mal hier. Jetzt haben wir nämlich roten Farbstoff. Alles klärchen, Banärchen. Haben wir jetzt die... Oh. Roter Farbstoff, Clipring. Alles klar. So, Crab Sticks. Natürlich alle weg. Jo. Dieser scheiß Bug, der hat mir schon so viel Seeds verhauen, ey. Definitiv. So, die Kakaobohnen. Kürbisse, ja. Müssen wir Mülleimer basteln. Jetzt flitzen wir mal nochmal gerade zurück hier. Hier, das wird wunderschön. Geht das hier schon alles weg? Springen wir einfach mal noch ein bisschen mit drauf rum. Geh weg, geh weg. Schön zu Gras werden. Ich habe auch noch eine wunderschöne Fackel. Okidoki. So, einmal hier rein. Pflanzen. Also diese Mondblumen werden das auf jeden Fall. Also glaube ich zumindest. Aber auch schon ein Blaze, okay. So, da wollte ich einmal dran. Und zwar ein bisschen Brot muss ich mir holen. Weil davon habe ich nicht mehr so viel. Blumenfarbstoff und hier ist Pflanze. Ist ein bisschen blöd, oder? Das ist auf jeden Fall noch ein Sattel. Okay. Steine haben wir noch. Brauchen noch ein paar Steine. Wir müssen gerade mal ein paar Steine holen. Ein paar Steinchen brauchen wir. Muss ich auf die Schnelle mal hier abbauen.
Achso, ab diese Woche dürfen wir übrigens 4 Stunden statt 2 Stunden streamen. Das wurde erhöht, weil jetzt mehr Aufgaben kommen und wir auch dann so ein bisschen endlich mal bauen können. Das ist ganz praktisch. Das müsste eigentlich reichen für den... für das Stück, was wir da belagern wollen. Die Bärenbüsche werde ich auch irgendwann mal mitnehmen. So. Ich habe nämlich vor, ihr kriegt noch schönen Zaun auf jeden Fall. Diese Gehege ein wenig umzubauen. Und zwar will ich hier noch so einen Hühnerstall hinmachen eigentlich. Würde sich ja anbieten. Hier erstmal aufmachen. Wie sieht's hier aus? Ah, wachsen, wachsen, wachsen. Ach, ich habe kein Holz geholt, ne? Scheiße. Alles klar. Hol halt kein Holz, Dummkopf. Nicht so, als hättest du genug gefarmt dafür, um damit zu bauen. So. So viele brauchte ich gar nicht. Okay, hier oben ist aber anscheinend genug ausgeleuchtet. Alles klar. So. Wie gesagt, damit das auch später ordentlich ist, wird hier tatsächlich einmal jetzt getrennt. Ich mache aber hier jetzt einmal so hin, damit das jeweils nicht da irgendwie zusammenläuft. Sagen wir es mal so. Jetzt brauchen wir mal die Erde. Warte mal. Die brauchen wir. Davon hatten wir auch noch welche im Rucksack. Ja, 8 Stück. Die Erde. Jetzt ist die Aufnahme schon wieder vorbei. Machen wir einfach in der nächsten Aufnahme weiter. Also morgen in der Folge. Bauen wir mal diese Gehege hier um. Soll ich den Hühnern noch mehr Platz geben? Oder reicht das eigentlich für Hühner? Eigentlich reicht das für Hühnchen, oder? Ich weiß nicht. Ich überlege das mal. Wir bauen das mal um die Tage. Und ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal bei den anderen mit reinschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst. Tschüss und auf Wiedersehen.